Hallo ihr Lieben, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich habe heute einen riesigen Drogerietest-Video. Das hat jetzt nicht gepasst. Ein riesiges Drogerietest-Video für euch. Wundert euch nicht wegen meiner Augenfarbe. Ihr habt euch bestimmt gefragt, was ist heute anders. Ich habe so farbige Kontaktlinsen drin. Zu denen kommen wir aber später noch. Ich habe die nämlich gerade spontan reingemacht und dachte, ich gebe euch dazu auch noch eine Review. Ich weiß, man muss sich erst dran gewöhnen. Mir ging es anfangs auch so, aber jetzt finde ich es cool. Dann fange ich an mit Make-up und ich habe dieses hier im ersten Live-DM-Haul gekauft, lange ist es her. Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Wenn man Foundation in der Drogerie findet, ist es ja immer so ein Goldschatz, weil die High-End-Foundations sind super teuer. Ich bin auch immer mit Drogerie-Foundation sehr skeptisch, aber die ist wirklich sehr gut. Sie soll mattieren, lange halten und natürlich aussehen und all das kann ich unterschreiben. Ich habe meinen jetzt wirklich schon fast, was steht da? Okay, 24 Stunden weiß ich jetzt nicht, aber ich habe meinen jetzt schon fast 12 Stunden drauf. Ich musste ein bisschen abtupfen und abpudern, klar, aber ich musste nicht nochmal Foundation drauf machen. Es sah nicht cakey aus. Und auch von Catrice dieses Duo Prime and Fine Professional Contouring Palette. Also es ist für einen Medium-Typen jetzt. Es gibt das Sunny Sympathy. Der Bronzer ist gut, der Highlighter ist gut. Das ist jetzt nicht ein krasser Highlighter und ein krasser Bronzer, aber es ist gut. Was ich daran halt so praktisch fand, dass ihr das direkt in die Handtasche schmeißen könnt. Ihr habt beides schon dabei. Das hatte ich euch auch letztens gezeigt. Dieser kleine Kabuki von Essence. Ich finde ihn mega süß. Ich habe den jetzt wirklich öfters auf Reisen dabei gehabt. Dafür ist er sehr praktisch, weil er... Ich meine, Kabuki sind immer so... Pff. Den könnt ihr super für Blush Bronzer nehmen. Manche Pinsel aus der Drogerie sind besser, manche schlechter. Und der hier ist wirklich sehr, sehr gut und er sieht so süß aus. Dann, das habe ich brandneu und ich glaube, die sind auch ganz, ganz neu im Sortiment von Maybelline. Die Vivid Hot Lacquer. Wer mich auf Instagram verfolgt, meine Insta-Stories schaut, hat es schon gesehen. Ich habe mir witzigerweise welche gekauft und dann habe ich 2 Tage später ein Paket von Maybelline bekommen mit allen Farben. Jetzt habe ich halt ein paar doppelt, aber ist nicht schlimm. Und zwar einmal Unreal und Charmer. Das sind beides so Nude-Farben. Soweit so super, kann ich euch sagen. Also es ist so eine, ihr müsst es euch vorstellen, wie ein sehr, sehr dicker Gloss, aber es fühlt sich angenehm an. Intensive Farbe, auch bei den Tönen. Auch die anderen Töne, ich habe die geswatcht, die ganz, ganz dunklen sahen etwas streifig aus. Guter Applikator, es riecht gut und es fühlt sich vor allem sehr, sehr gut an auf den Lippen. Das ist mir immer sehr wichtig. Dann habe ich noch eine Eyeliner-Empfehlung für euch. Und zwar habe ich mir von Love Mal den Royal Liner Eyeliner Pen gekauft, weil so viele Fragen, also noch gibt es die nicht im DM. Die gibt es bei Müller und gibt es die auch bei Rossmann? Dieser Eyeliner ist ein Schatz. Der ist sehr, sehr fein. Sehr angenehm am Auge, also es ist super weich, ist nicht so filzstiftmäßig wie manche, die mag ich gar nicht so. Das Schwarz ist top, man kann mit ihm so gut malen, so elegant und also einfacher geht es wirklich nicht wie mit diesem Eyeliner. Und ich habe den jetzt eine ganze Weile, ist mir dann aufgefallen und der ist immer noch voll, nicht ausgetrocknet. Alles super, von daher kriegt man auch was für sein Geld. Und weitere Empfehlung von Essie, solange es das noch gibt, die Bridal Collection. Dazu hatte ich ja auch schon mal ein Video gemacht, das ist jetzt auch keine PP, so wie bei allen anderen Produkten, weil das manchmal unterstellt wird, wenn man so viel zeigt. Wenn, dann blende ich es euch immer ein am Anfang oder ihr seht es in der Infobox. Ich wollte ihn euch echt empfehlen, weil ich habe den ja damals im Nagelstudio dann auch drauf bekommen, so richtig schön professionell und meine Güte hat der gehalten. Das ist To Have and To Gold und ich wurde so, so oft auf diesen Nagellack angesprochen, er ist wunderschön. Das ist so ein Champagner, Roségold, Gold, je nachdem wie das Licht fällt. Es ist elegant, es ist aber auch was für Leute, die Glitzer mögen. Es ist aber auch irgendwie passend zu allem und zu jeder Jahreszeit. Von daher, ich fand den echt super und vor allem im Auftrag sehr schön deckend, tolles Finish. Ja, wenn wir bei Nagellack waren, kommt Nagellackentferner. Wundert euch nicht, manche meiner Sachen sind schon leer, weil ich die einfach aufgehoben habe. Und dachte, ich gebe euch eine Review dazu, bevor ich es wegschmeiße. Isana gibt es ja bei Rossmann. Nagellackentferner, acetonfrei. Das Zeug ist richtig gut. Also acetonfreier Nagellack ist ja schon, also soll ja schon besser sein für die Nägel. Aber meistens finde ich die halt so lahm, also viel zu schwach für so starke Farben. Aber der hier ist schon ziemlich stark für so einen acetonfreien. Von daher, wenn ihr sowas sucht. Außerdem Haarpflege, das hat sich echt so zu meinem Lieblingsshampoo rauskristallisiert und es ist so günstig. Balea Shampoo Sensitive für empfindliche Kopfhaut. Ich habe es euch schon in meiner Haarroutine gezeigt, ich zeige es euch nochmal. Leute, 50 Cent, es ist super. Es ist super. Ich bin mir aber sicher, dass das für jeden was ist, weil dieses Shampoo wäscht einfach schön rein. Es reizt aber dabei nicht eben eure Kopfhaut, die könnt ihr ja trotzdem schonen, aber wenn ihr damit keine Probleme habt. Und es macht die Haare super sauber und beschwert sie nicht und macht sie nicht fettig und
Ich kann einfach nur Gutes über dieses Shampoo sagen. Nächstes Shampoo ist von Ghoul, das Silberglanz und Pflege. Habe ich ja damit, weil ich habe ja jetzt aufgehellte Haare, mittlerweile sind sie nicht mehr so hell. Trotzdem verwende ich ab und zu gerne ein Silbershampoo, damit ich eben diesen Gelbstich nicht drin habe. Und das macht es wirklich gut. Das Einzige, was ich euch sagen kann, das heißt ja auch Silberglanz und Pflege. Wenn ich das zu oft benutze oder nur das, finde ich das schwer und es macht meine Haare fettig. Also so als Warnung für euch. Deswegen verwende ich das gerne in Kombination und auch sehr, sehr wenig davon und auch nur so jedes zweite Mal. Und eine sehr, sehr gute Spülung von Sante, die Family Glanz Haarspülung. Hatte ich euch gleich, glaube ich, auch meine Haarroutine gezeigt, oder? Da mache ich es kurz. Es ist super. Es kostet ein bisschen mehr, aber es ist auch Naturkosmetik. Es ist silikonfrei und trotzdem habe ich die glänzendsten, geschmeidigsten Haare und das ist halt bei einer Spülung meist schwierig. Ich habe gerade noch eine andere, die ich teste, die finde ich auch sehr, sehr gut. Zeige ich aber in einem anderen Video. Und zur Hautpflege, das ist so ein All-Time-Favorite von mir. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich das nachkaufe. Auch so günstig von Balea, das Creme-Peeling ist einfach ein sehr, sehr gutes Peeling. Ich hatte auch so super teure schon, aber das, da komme ich immer wieder drauf zurück. Es hat die richtige Intensität für mich, ist nicht so lasch, sondern es peelt auch wirklich. Ich verwende es so einmal die Woche, es verbessert das Hautbild. Meine Haut sieht danach immer so frischer, strahlender aus, trocknet nicht aus, weil es eben dieses Cremige hinterlässt. Und ein Bilou Dupe, das von Balea, hat ja auch noch solche Duschschäume rausgebracht, so auch bunt und alles. Und ich hatte mir damals Vanilla Cream gekauft, ist jetzt auch leer, fand ich sehr, sehr gut. Also es kommt halt drauf an, wenn ihr jetzt das Bilou möchtet, wegen dem Duft oder was euch halt besser gefällt, ist es okay. Ansonsten ist es, glaube ich, 1 Euro günstiger und ich fand das jetzt nicht schlechter. Also der Schaum war gut, es roch sehr gut, Duschschaum macht eh immer Spaß. Wenn euch halt der Duft gefällt, der war halt schon ein bisschen künstlich, aber welcher Duschschaum riecht nicht künstlich, ne? Apropos künstlich riechendes Duschzeug. Palmolive Strawberry Touch, das ist eine Body Butter Creme Dusche. Ich verwende die sehr gerne, weil es riecht wie ein Erdbeermilchshake und es hat so eine sehr, sehr dicke, cremige Konsistenz. Das mag ich einfach ab und zu. Manchmal will ich sowas Frischeres, manchmal will man sowas Dickeres. Aber es steht zwar jetzt nicht drauf, aber durch Creme Dusche, Body Butter denke ich immer, das ist so Feuchtigkeitsspenden auch vielleicht oder zumindest nicht so austrocknend. Ich mag die Palmolive Duschgele vom Duft her, ich finde die aber ein bisschen austrocknend. Und dann habe ich nämlich auch So Tempting von Palmolive aufgebraucht, auch sehr, sehr gut vom Duft. Also die riechen einfach auch sehr gut. Wie gesagt, die sind jetzt nicht so Feuchtigkeitsspenden, das ist halt ein bisschen schade. Oh, das riecht einfach wie Parfum, das ist so, 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 so gut. Die Creme Dusche von TT Sept, Hallo Schönheit. Ich glaube, ich hatte das mal in einer Box oder so. Ich fand es jetzt nicht so. Der Oberhammer. Also ich würde es mir jetzt nicht nochmal nachkaufen. Deswegen wollte ich es euch nur auch mal sagen. Es gibt einfach so viele in der Drogerie, da gibt es bessere. Außerdem für die Nägel von Essence das Honey Care. Das hatte ich euch ja auch gezeigt und habe halt gesagt so anfangs, ja, ich finde das voll toll. Ich finde es immer noch toll vom Duft her. Der hat mich halt so ein bisschen benebelt, weil das riecht einfach so, so gut. So, 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 so gut. Es ist so ein Produkt, wo ich sage, es ist nett. Ich würde es mir aber auch nicht nochmal nachkaufen. Es hinterlässt immer so ein ganz, ganz leicht klebriges Gefühl. Pflegewirkung ist okay, aber für eine Nagelhautmaske kommen wir zu Haarfarbe. Viele von euch haben mich auch noch meine Haarfarbe gefragt. Und zwar hatte ich sie ja erstmal beim Friseur so aufhellen lassen. Ich hatte so ein Balayage. Das Ding war einfach, mein Ansatz wurde nicht mitgefärbt. Den fand ich dann halt zu dunkel zu dem Rest, der dann sehr hell war und immer heller wurde. Und deswegen habe ich dann einfach geschwind in der Drogerie so die Haarfarbe meines Vertrauens geholt. Und zwar ist das von Garnier Nutrice Creme 70 Toffee Blond. Das verwende ich nämlich immer für meine Augenbrauen zum Aufhellen. Treue Zuschauer wissen das, die schon länger dabei sind. Ich helle meine Augenbrauen ein bisschen auf, weil die sind schwarz, 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 schwarz. Daher wusste ich einfach schon, dass ich schon mal einigermaßen gut auf diese Haarfarbe reagiere und nicht meine Haare orange werden oder rot oder ausfallen oder sonst was. Kann es euch empfehlen, wenn ihr dunklere Haare habt und etwas sucht, was die Haare ein bisschen aufhält. Außerdem habe ich so Riegel ausprobiert, die auch neu sind, und zwar die Rhubarb. Was hier noch übrig ist, ist Lakritze Chili. Das ist der einzige, den ich möchte, den ich essen. Lakritze Chili. Wer denkt sich sowas aus? Das war nämlich so ein Set, das ich bei Amazon gekauft habe. War zum Durchprobieren ganz gut. War aber total unnötig, weil ich dann ja entdeckt habe im letzten Live-DM-Haul, dass es die ja auch im DM gibt. Aber alle anderen Richtungen waren super lecker. Auch wenn das hier übrigens bio ist, raw, vegan, glutenfrei und da sind immer Superfoods wohl drin. Das ist alles echt gut, deswegen vertrage ich die auch gut. Ich mag diese zusammengepanschte
Pulverzeugs nicht so gerne. Und deswegen wollte ich es euch empfehlen. Aber wie gesagt, übertreibt sich so, dann esst auch frische Sachen. Oh je, dann hatte ich euch letztens auch von Davert diese Kia-Cups gezeigt. Ich hatte große Hoffnung, denn ich liebe Kia-Pudding. Deswegen habe ich gedacht, der hier ist doch super. Da gießt du Wasser dazu. 15 Minuten ist das fertig. Ich fand es ekelhaft. Ich hatte einmal ein Topping von Davert und es hat super lecker geschmeckt. Danach, alles, was ich von denen gekauft habe, hat mir nicht geschmeckt. Ich hatte ein anderes Topping. Blech. Und diese Kia-Cups, dann macht euch lieber selber Kia-Pudding. Das ist es nicht wert. Genauso ein Flop, leider. Dieses Video wird irgendwie so traurig jetzt. Der Basenbalance-Frühstücksbrei von DM Bio. Nicht so. Ich habe irgendwie gedacht, das ist so lecker, enthält natürlichen Zucker. Ich gedacht, komm, morgens lecker so ein Brei. Mit Früchten und allem, nee. Also ich kann es euch nicht empfehlen. Kommen wir zu meinen Kontaktlinsen. Die gibt es nicht in der Drogerie, aber wie gesagt, weil ich sie trage, habe ich gedacht, ich zeige es euch. Das ist Lenses by Hyatt. Sie hatte mich auf Instagram angeschrieben und dann hat sie mir netterweise zwei Sets geschickt. Unverbindlich. Wie gesagt, keine PP. Aber warum ich sie integrieren wollte, ich bin begeistert, denn ich bin furchtbar, wenn es um Kontaktlinsen geht. Ich bin es halt nicht gewohnt. Also die reinzumachen ist immer ein Drama, war es heute auch. Es sind Tränen geflossen, ohne Ende. Aber wenn ich früher farbige Kontaktlinsen getragen habe, ich habe das nicht ausgehalten. Das ging nicht. Ihr seht, ich habe sie noch drin. Ich verlinke euch das einfach unten und schreibe euch die Farbe, die ich jetzt drin habe, auf. Weil ich weiß nicht mal, wie das hieß. Es fühlt sich wirklich mittlerweile normal an für mich. Und wie gesagt, ich war echt furchtbar mit so Kontaktlinsen. Die sind nur verrutscht bei mir und ich habe nichts mehr gesehen. Und das geht eigentlich voll klar. Deswegen top. Und dann könnt ihr auch bei den letzten Videos vorbeischauen. Die sind wie immer unten in der Infobox für euch verlinkt. Und ich wünsche euch nur noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.